Giants hat heute ein Mega-Update angekündigt, und zwar die Platinum Edition oder Platinum Expansion. Und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem kleinen Überblick über das, was uns erwartet. Und zwar ist dies angesagt worden für den 15. November. Das ist ein Dienstag, wie gewohnt bei Giants. Die Platinum Expansion enthält über 40 neue Maschinen. Volvo und andere neue Marken sind in der Expansion vertreten. Neue Gameplay-Features erweitern das Spielerlebnis. Eine neue Karte, Silver Run Forest inklusive neuer Produktionsketten und neuen Features. Das ist die Zusammenfassung von dem, was uns erwartet. Diese Platinum Expansion ist angekündigt worden, noch bevor bekannt ist, welches dann Teil 3 von diesem One Year Seasons Pass ist. Die Platinum Expansion ist also das letzte Teil dieses Seasons Pass, und dann werden wir sehen, ob es dann für das zweite Jahr auch nochmal einen Seasons Pass geben wird. Zusammen mit Volvo, natürlich der führenden Marke, die ins Spiel eingeführt wird an diesem Tag, kommen noch andere Marken dazu, und zwar zum Beispiel Impex, John Deere, Koller, Komatsu, Pflanzelt und Schwarzmüller. Wir können hier sehen, das ist zum Beispiel der Pflanzelt 2380, scheint ein Forsttraktor zu sein mit bereits angebautem Hebekran, und hinten ist auch direkt angehängt, so wie ich das hier sehe, natürlich der Holztrailer, der Anhänger, um das Holz abtransportieren zu können. Des Weiteren haben wir natürlich die beiden Bilder von dem L200H, das ist natürlich dieser Radlader von Volvo, mit dem man extrem hoch dann beladen kann. Also die Hydraulik hier sieht spektakulär aus. Es handelt sich dabei um einen Radlader, der erst kürzlich der Weltöffentlichkeit präsentiert worden ist. Zu den weiteren Maschinen zählt der John Deere 843L Version 2 und der John Deere FD55. Zudem haben wir auch schon ein Bild von dem John Deere 848L in der Version 2, wenn ich das richtig sehe. Und es sollen natürlich noch andere Maschinen dann kommen. Die werden dann wahrscheinlich im Rahmen des Factory Fridays jeweils angekündigt. Wie gesagt, soll eine neue Karte kommen, und zwar heißt diese Silver Run Forest, ist inspiriert vom pazifischen Nordwesten der USA, einer natürlich bewaldeten Landschaft. Es ist, glaube ich, noch nicht sehr oft passiert, dass Giants tatsächlich für die Holzschubser wirklich eine eigene Karte erstellt haben, aber in diesem Fall ist es hier so. Angeblich soll es dann damit auch neue Baumarten geben. Es soll die Möglichkeit geben, ein Boot an der Bootswerft zu bauen. Dann sollen auch neue Produktionsketten mit ins Spiel kommen. Und natürlich auch, das ist etwas, was ich spannend finde, Sehenswürdigkeiten, die sich basierend auf euren Holzlieferungen weiterentwickeln. Könnte das dann so sein, dass wir im Prinzip Baustellen haben, die wir mit Holz und anderen Sachen beliefern und die dann quasi das Gebäude dann darauf bauen? Also dass quasi mit der Lieferung der Güter dann auch ein Baufortschritt zu sehen ist. Außerdem soll es dann die Möglichkeit geben, Bäume markieren zu können. Ist natürlich super praktisch, gerade im Multiplayer. Da kann man mit einer Spraydose kann man diesen Baum markieren, damit der andere, der da über die Forstwirtschaft quasi seinen Hof oder einen Betrieb führt, kann er auch ganz klar wissen, welcher Baum jetzt gefällt werden soll. Das ist eine gute Sache, das hat man als Mod im 19er gehabt. Das ist ein kleiner Überblick. Möchtest du diese Expansion nicht verpassen und den Seasons Pass nicht gekauft haben, dann kannst du dies natürlich entweder machen, indem du den Seasons Pass noch nachkaufst, und natürlich auch, indem du die Platinum Expansion natürlich separat erwirbst. Der Preis momentan liegt bei 19 Euro. Der Endpreis wird dann 20 Euro sein. Bitte klick auf den Link oben rechts, um dir deine Kopie zu kaufen und natürlich somit dem Kanal zu helfen, ohne dass dir dabei Zusatzkosten entstehen. Solltest du das ganze Jahr über gewartet haben, den Seasons Pass zu kaufen, um zu schauen, ob es sich lohnt, und du jetzt das Gefühl hast, ja, ich möchte mir den jetzt kaufen, dann somit kriege ich auch das Antonio Carraro Pack, das Kubota Pack und das noch unbekannte dritte Pack, dann kannst du das natürlich auch tun.
Die Links findest du in der Videobeschreibung unten drunter. Ja, das ist, was heute bekannt worden ist. Es wird natürlich noch vieles dann bekannt danach geschoben. Wir werden natürlich an der FarmCon auch einige Sachen darüber erfahren. Daher, falls du diese Inhalte nicht verpassen möchtest, dann hol dir dein kostenfreies Abo ab oder werde sogar Mitglied, denn Teile von den Videos, die wir dann produzieren von der FarmCon, werden erstmal den Mitgliedern zugänglich gemacht. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns später wieder im Mod-Video. Daher sage ich nicht bis morgen, sondern bis später. Ich bedanke mich nochmal. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.